Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück zu Thomas Spielt Civilization 6 als Kaiser von Brasilien. Und in der letzten Folge haben wir versucht, Okayama einzunehmen, aber das hat nicht funktioniert. Wir haben ein paar Einheiten verloren, das war so nicht geplant. Und Japan hat uns einen guten Deal angeboten, dass wir da weiter Frieden schließen erstmal. Ja, die Hauptstadt Kyoto ist unser. Dann bauen wir noch ein paar Stadtmauern. Keine Ahnung, wo die immer hin sind, die Stadtmauern. Versteht das gar nicht. Das ist eine Freigatte. Die erkundet hier ein bisschen. Ah, hier ist Spanien. Im Krieg befinden wir uns jetzt derzeit überhaupt nicht. Aber gerade, ich habe gerade noch telefoniert und habe mir die Karte so angeguckt. Die Stadt, ne? Die liegt ja schon irgendwie günstig. Muss man sagen. Das wären jetzt für die Chinesen. Mal gucken, wo die Chinesen stehen. Japan ist jetzt ganz weit hinten. Militärische Stärke 5, die haben nämlich keine Einheiten. Gandhi, Philipp, Cleo. Boah, 300, 500. Der ist zwar militärische Stärke, aber ich habe schon eine Hauptstadt eingenommen. So, das werde ich hier lesen. Denke ich mal, den nächsten mal aufs Kommen nehmen. In der nächsten Folge. Kaisers Bailey. Ja, passt ja. Der ist auch nicht so beliebt, der Kollege. Da könnte man doch mit ihm vielleicht, ne? Ne, halt Quatsch, mit Cleo ein Angriffsbündnis. Ach je. Gottes Willen, Splitter vom Kreuze Jesu. Was die alles haben. Vergesst es, aber ne. Verhandeln kann man nicht. Ich denke mal, da dass das hier so schön aussieht, dürfte das werden. Ich denke, wir wollten ja eigentlich erst Ibn Nibbin, aber Yidong, das ist irgendwie besser. Die Feldkanone macht hier nicht wirklich irgendwie Schaden. Da brauchen wir Bombarde, da wird da eine gebaut und die andere ist unterwegs von da oben. So, eine Fregatte, die erkundet hier weiter. Oh, eine Insel. Und Barbaren. Hooray. Na, nicht hooray, aber egal. Noch eine Feldkanone, die bleibt hier in Bereitschaft. Nächste Runde. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, die haben ja auch eine Bombarde. Yidong wird sicherlich Stadtmauern haben und sich zu verteidigen wissen. Hier haben wir noch einmal Dschungel. Da gehen wir die Bombarde hin, da und da. Nehmen die Stadt aufs Korn und alle anderen kümmern sich um das drumherum. Das müsste funktionieren. Hier ist das Lager, das schießt bis da und da hin. Ach du Alter. Aha. Gut, ne? Boah, eine Armada! Der hat das echt schon erforscht. Krass! Ja, hier kann man zumindest ein paar Erfahrungspunkte schießen. Das ist jetzt nicht der Rede wert, ne? So viel brauchen wir hier gar nicht. Ja, da. Zwei, drei Einheiten. Das müsste funktionieren. Mal gucken, die Bombarde ist schon da. Hallo. Philipp rastet wieder aus. Hat uns ja eh denunziert. Das kann man halt gucken. Ich meine. Ach, nochmal. Mach die ruhig weg. Das ist okay. Eine Armada. Eine Fregattenarmada, dann ist das Deutsche Reich doch schon sehr groß. Und wahrscheinlich muss ich mich nur vor ihm ein bisschen in Acht nehmen und fürchten. Wenn ich das richtig einschätze,
ist er aber nicht so, nicht auf unserem Kontinent. Er muss also erst über Land kommen. Bauen wir mal hier noch eine Feldkanone, Feldkanone. 17, 14, 14. Nee. Ein Handelszentrum, können wir das bauen? Hier gibt es noch so plus 4. Auch noch? Nein. Ja. Da kommt ein bisschen Gold noch in die Kasse. Sechste Bombarde hier hin. Und dann entspannen. Also wir bereiten hier mal ein bisschen Krieg vor. Wir können es upgraden. Yep, Verbrannte Erde. Nächste Runde. Ah, der ist auch endlich da. Das ist, wie ich schon sagte, er hat halt einfach nur alte Einheiten. Er hat viele Einheiten, richtig viele Einheiten, aber alle alt. 1, 2, 3, 4. Das wäre ein Färbemittel. Komm, jetzt brauche ich eigentlich gerade auch keinen Stress. Denunziert hast du uns schon. Da ist eh nichts mehr zu retten. So. Die Chinesen hier. Also, wie heißt das jetzt? Yaodong. Das wird unser nächstes Ziel. Ah, die haben wir dabei hier ausgebildet. Oder rangeholt irgendwo her, wo auch immer. Da ist der Ritter. Der kann da rein. Ne, der kann da rein. Da ist die Feldkanone. Und das geht relativ schnell. Da haben wir noch keine Brücken gebaut hier. Eine Plantage. Was ist denn jetzt passiert? Ah. Ja, müsste ich ja mal gucken. So kann man die zumindest sehr gut ausbilden. Aber die Armada, diese Fregattenarmada, da habe ich schon ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. 594, 1206. Da bin ich ehrlich gesagt nur der Dritte. Panzerschiffe, boah. Wo ist denn der? Wir sind hier. Na ja, klar, Atomzeitalter. Die Schlüsselwörter für die Alter. gewaltsamen Wirtschaftssysteme. Die Marine hat sowohl Tradition als auch eine Zukunft. Und wir sehen mit Stolz und Zuversicht. Wahnsinn, das gibt's doch gar nicht. Mensch. Der Wissenschaft 3 im Ranger. Sanitätsversorgung, Industrialisierung ist jetzt noch geplant. Panzerschiff, Kohle. Das wäre dann das nächste. Und dann die Artillerie. Das sind Normbauteile der Infanterie. Panzer, Ölquelle. Das wird auch nochmal spannend. Aber Öl, ne? Gibt es nur hier ganz oben im Norden. Da müssen wir ja auch noch hin. Irgendwie, das könnte man mal in Angriff nehmen. Dass man oben schon mal eine Stadt baut. Ausrichtung, Aufklärung, Fregatte. So. Ach, mit dem weg hier. Du hast auch doch noch was. Cool. Kann hier bitte einen Bauernhof. Da ist echt noch so ein. Das ist nicht. Theoretisch muss das eine schnelle Einheit machen. Nämlich der Ritter.
wir sind ja. Ja, scroll mal auf. 23 Runden. Jetzt wird der wieder. Lang geht. Suzerain, Lissabon. Amsterdam. Ach, nur einen. Passt. Das passt. Bereitschaft, den lassen wir hier stehen. Nächste Runde Bombarde ist dann gleich fertig. Die ist jetzt da. Heilen. Muss eigentlich woanders hin, halt hier. Nächste Runde. Gebaut. Hier steht auch schon eine Bombarde. Aus China. Handelswege mit China habe ich. Was geht? Ah, der kommt ja von China. Drei Stück. Das ist allerdings gut bei Fett. Dreimal Handelsweg nach China. Heftig, heftig, heftig. Musketiere. Bombarde Nummer 2 fertig. Nein. Produktion in Rio. Eine Feldkanone. Produktion in Salvador de Bahia. Eine. Feldkanone. Fregatte. Ach cool. Den. Produktion in Tokio. Ein Markt. Nächste Runde. So, da brauchst du einen Bauernhof. Nächste Runde. Ich verstehe das nicht, wenn ich dann irgendwann später vielleicht die Deutschen mal angreife und einnehme, wird man vermutlich wieder Städte vorfinden, die keine Erweiterung haben. Ich frage mich, wie machen die das? Oder wie kann das gehen? Spiel nicht unfair. Genau, so, du komm mal mit. Und du, ach du Gottes Willen, das sind wieder Klippen mehr, das gibt's doch aber nicht, oder? Guck mal dann noch. Kyoto, mittelalterliche Mauern. Und bin ich Befehle. Ah, cool. Da würde sich natürlich auch ein. Stadt gut machen da oben an der Ecke. Sieht fast so aus wie die Weltkarte, aber ich glaube, es ist nicht die Weltkarte. Musketier, genau. Entspann dich. Dann ist das Jakarta, sehr gut. Das ist und bleibt halt interessant, und zwar sehr interessant. Bombarde gegen Bombarde. Okay, leider nicht. Okay, das ist klar, dass sie dann angreifen. Bereitschaft. Okay, kannst du endlich mal weiterfahren. Noch bum. Ein Handelsweg nach Sakidet. Beginnen. Nächste Runde.
Feldkanone. Dahin und entspannen. Ich weiß nicht, wie schnell die heilen. Aber es wäre schön, wenn es schnell geht. Aha. Okay, feindliche Spion hat irgendwas getan. Na gut, dann ist das so. Oh, da kommt eine nächste Bombarde. Die muss quasi beim Erstschlag weg sein. Sonst haben wir da ein Problemchen. Können wir nichts machen, hier ist auch eine Stadt. Gucken wir mal. Machen wir erstmal die Insel her. Gucken, was da noch so zu erkunden und erforschen gibt. Die haben wir da oben doch schwer dezimiert. Das ist gut. Müsste man theoretisch auch einen hinschicken, der da ein bisschen was zu sagen hat oder da was tun kann, wenn es sich schnell bewegt. Und das ist nun mal echt nur der Ritter. Nee, was kostet mich denn so ein Ritter? 500 Gold, never. Dann kannst du mal da oben anlanden. Und das Fregattchen bewacht dich. Ah, guck mal, ich wurde was gebaut. Ein bisschen Freeloot, möchte ich mal sagen. Sehr gut, nächste Runde. Der ist schon wieder gelb, alle da waren nicht grün. Nur am Anfang. Da ist alle denunziert. Kling. Wir spatzen auf Kanonenwerfen, was ist das wohl hier? Ah, die Bombarde ist fertig. Sehr gut. Die Reitschaft. Diese Fregatte. Fregattiere mal hier oben rum. Dass wir die Ankunft des Ritters auch erwarten können. Curitiba baut einen Schipion. Ja, nein, vielleicht, nein. Sondern eine Fregatte. Der Händler geht nach Memphis. So viel Gold. Wow. Und zu wählen. So, du. Mach ihn mal weg. Aber dann müssten wir ihn wirklich mal reparieren oder befördern. Aber das mit der Beförderung, ne? Da dauert er noch eine ganze Weile. Tokio. Baut Kasernen weiter. Ja, wir bereiten jetzt hier den Angriffsschildung vor. Ah, okay. China wurde von Ägypten gerade der Krieg erklärt. Und irgendeiner ist schon wieder im Atomzeitalter angekommen. Wer ist das? Oder jemand der Moderne, mein Freund. Alter Schalter. Wahnsinn. Schon wieder. Ne, jetzt war ich mal. Ne, ich meine nur auf dem Acker her. Müssen wir hier erst einmal etwas außerhalb des Gebiets, wird nicht geheilt. Oh, super. Ja, dann. Naja, bist du halt leider immer rum her. Einfach mal weiter. Wenn wir nicht im Krieg sind, kann ja nichts passieren. Aber wenn die Ägypter jetzt gerade Druck auf China machen, weiß ja nicht wo. Das wäre halt schön. Wir brauchen eine Spion in Deutschland übrigens. Fregatte. Ah, guck mal. Bräuchte einen Spion in Deutschland, der Technologie stehlen kann. Ein Ritter. Ein Gnar. Wenn er sich schön schnell bewegen kann. Nächste Runde. Ey, das gibt's doch nicht.
Wer ist denn da eigentlich noch hinter mir? Wer kann denn das sein? Ja, ist ja gut. Ja, schon Einfallspinsel meinetwegen. Wer ist denn das? Ich meine, es sind 4 Zivilisationen und der ist schon. Ich weiß nicht, ob der einfach gesagt hat, Zukunftstechnologien möchte ich jetzt entwickeln. Auf geht's. Was gibt's da nicht? Kampfbomber, Kampfpanzer. Das. Deutschland wird echt heftig. Sind so Industrie, Atomzeitalter. Ich bräuchte erstmal den Panzer, das reicht mir ja schon. Aufklärungsballon. Aufklärungsballon. Das wird das nächste Ziel und dann die Artillerie. So, du bist also fertig. Nee, du bist geheilt. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Können wir dich aktualisieren? Nee, können wir nicht. Dich? Nee, an. Die Bombarde. Das muss nämlich sofort passieren. Die muss nämlich weg. Das wird schon mal interessant. Fregatte heile nicht, und dann auch noch weiter. Kann ja dann vielleicht der Ritter da gleich mal rüber pesen. Dazu ein Willen, Fortaleza, einen Matrix. Ich glaube, ich brauche mehr. Mehr Wissenschaft. Ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Na, aber sag mal. Achso, da steht einer. Na, dann fahren wir hierher. So, jetzt. Nächste Runde. Ah, ein Chor. Kann ich schon Chore bilden? Oh Mann. Oh, hier nur so stark. Genau, weg damit. Weg damit. Geh mal zu Cleo da hoch. China hat eine neue Siedlung hinzugewonnen. Hier ist eine Feldkanone fertig. Du baust jetzt einen Spielturm. Danke. Tokio baut Campus. Kann man da noch was gewinnen? Oh ja, sogar sehr viel. Ne? Hier zum Beispiel. Fregatte. Mach mal die Küste ein bisschen sauber hier. Gucken, was hier noch so kommt. Akku rein. Es ist aber eine schöne kleine Insel mit viel Pferden und Schafen. Wir sind also wie Irland wahrscheinlich. So, Feldkanone. Dahin. Und breiter. Produktion. Wow. Müssen wir doch bald angekommen sein, ne? Achso, hier komme ich dann gar nicht rum. Oh, meinetwegen. Fukuoka. Ein. Nämlichkeit wenig. Ach, ja, blöd. Straßenkarneval. Genau, brauchen wir Straßenkarneval. Ja. Dann gibt es wenigstens Annehmlichkeiten, oder? In dieser Stadt. Dampfmaschine, Kohle, 4 Runden. Das passt soweit, die Nacht bricht herein. Und ich denke. Oh je. Oh weh, oh weh, oh weh. 3 Feldkanonen. Das brauchen wir nicht angreifen. Wir haben ja nur hier 1, 2. 3 Plätze für Fernkampfeinheiten und einen Nahkämpfer, den wir hier reinstellen können. Ah. Dann gehen wir da oben rum. Wenn es da überhaupt geht. Das wäre ja jetzt, ne? Das nächste Ding. Jetzt bin ich hier oben, jetzt kann ich hier oben nicht rum, weil hier ist eine Hügelkette und hier sehe ich schon wieder Klippen. Ja,
Eieieiei. Nächste Runde. So. Na, mit dem Aufklärungsballon, ne? Da wäre schon richtig viel gewonnen, muss ich sagen. Da reicht uns nämlich die Stadtverteidigung nicht. Ah, hallo Philipp. Grübeln ein langes Leben. So, haben wir gleich bewiesen, dass die Erde rund ist. Okay, das ist also auch schon. Das war also die Insel. Ja, was Kleineres. Ach verdammt, ich wollte doch ab. Ich wollte doch beenden die Folge. Also das ist das Typische, ne? Noch, nur noch eine Runde. Ach du Heilige, eine Allianz mit Deutschland. Puha. That's quite heavy. Jetzt haben wir eine Feldkanone fertig gemacht. Aber wo diese platziert wird und wie diese zum Einsatz kommt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen. Beim nächsten Mal greifen wir China an. Da ist es diese Stadt, wollen wir haben. Truppen sind aufgestellt. Beschwert hat er sich noch gar nicht. Was mich ein bisschen wundert. Aber er ist ja, glaube ich, auch mit Cleo gerade beschäftigt. Und hat vermutlich richtig Bock auf einen Zwei-Fronten-Krieg. Also, bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.